Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nio. Ja, am letzten Part haben wir hier die drei Nebenmissionen gemacht. Oben die drei, an denen man diese Häkchen sieht. Ich war gerade nochmal hier in einer Zwielichtmission. Hab mal geschaut, was das ist. Ja, das lassen wir auf jeden Fall weg, denn es ist genau der Bereich, in dem wir im letzten Video schon gewesen sind. Nur, dass da ein bisschen mehr Volk rumläuft. Das lassen wir also jetzt erstmal weg, denn ich denke, es ist uninteressant, jetzt direkt nochmal im selben Bereich zu sein. Es verbleiben, bevor wir hier in den neuen, zur neuen Region reisen werden, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin, bleiben noch zwei Nebenmissionen. Einmal die hier, Missionsstufe 38, und dann die hier mit Missionsstufe 43. Und ich glaube, diese Zwielichtmission, dass wir dann nochmal zu dem Wasserboss zurückkommen. Ich hoffe es, denn ihr habt es wahrscheinlich bemerkt, der Boss ist noch nicht besiegt, beziehungsweise ich habe ihn besiegt, diesen Wasserboss. Leider habe ich vergessen, es aufzunehmen. Denn es hat mich, ich weiß nicht, 9, 10, 11 Versuche gekostet, bis ich raus hatte, wie das am besten funktioniert. Und dieser ganzen Hektik habe ich dann ausgerechnet, als es dann geklappt hat, nicht aufgenommen. Aber ich glaube, dass wir hier in dieser Zwielichtmission nochmal zurückkommen und ich den dann nochmal machen kann. Und das werde ich auf jeden Fall auch dann tun. Aber zunächst nehmen wir hier die Nebenmission mit der geringsten Missionsstufe, mit den geringsten Anforderungen. Und ja, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ich weiß es auch nicht, ich habe es noch nicht aktiviert. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit diesem Part. Ah, Sir Anjin, danke, dass du gekommen bist. Ich habe Bericht aus einem der Dörfer erhalten, die zu meinem Reich gehören. Punkt. Wie es scheint, sind mitten in der Nacht Banditen aus dem Nichts erschienen und über die Ohashi-Brücke geströmt, um das Dorf anzugreifen. Ich habe meine stärksten Samurai versammelt, damit sie sich der Sache annehmen. Würdest du sie dennoch dabei unterstützen? Wir könnten Hilfe gebrauchen und haben keine Zeit zu verlieren. Wie immer sagen wir ja, Kobayakawa Hideaki, und beginnen the mission. Brücken sind schon seit uralten Zeiten ein unerlässlicher Teil der Verkehrswege. Doch manche Brücken verbinden nicht nur Orte, sondern auch das Reich der Menschen mit dem der Yokai. Wenn sich mancherorts die Nacht über eine Brücke senkt, werden die Tore verriegelt und Wachen aufgestellt, um zu verhindern, dass seltsame Wesen den Weg hinüberfinden. Gut, dann schauen wir uns das doch mal an. Erster Eindruck. Nett. Nicht übel. So, wir sind gut ausgerüstet, haben 8 Medipacks am Start. Da dürften wir erstmal einen Meter vorwärts kommen. Ich glaube, hier ist ja alles zu. Ja, hier können wir nicht rein. Gut, dann gehen wir direkt auf die Brücke. Und da erwartet uns ja schon der erste. Ja, mein Freund, wir stecken hier jetzt auch mal wieder bis zum Hals drin. Mal gespannt, was das hier für einer ist, ob wir den schon kennen oder ob es jetzt ein neuer Gegner vielleicht wird. Ein paar Leute haben hier wie immer schon einen Löffel abgegeben. Oh ne, es sind verschiedene, es sind zwei. Wieso kann ich hier nicht mehr zurück? Ach, das ist eine Wand. Das wollte ich jetzt nicht. Das war so optimal. Das ist aber auch blöd. Nee, dann machen wir erstmal den hier.
vor dir stundenlang nervt mit seinem Bogen. Also manchmal sind die ja fair, manchmal warten die ziemlich lange. Aber hin und wieder haben die hier auch schnelle Attacken. Aber ich glaube, es gibt hier verschiedene Varianten von diesen dickeren. Oh, jetzt. Hier fangen sie an zu spucken. Komm doch mal runter. So, wir haben irgendeinen Effekt auf unserer Waffe. Und ich weiß selber gerade nicht, warum der da drauf ist. Ich habe den nicht drauf gemacht. Ach, das waren die Köpfe. Na klar, das waren die grünen Köpfe. Deswegen hat man den Effekt drauf. Wenn man die roten Feuerköpfe besiegt, dann hat man ja auch ein Feuer auf der Waffe. Und die grünen hat man Gift. Glaube ich, oder? Gift war das gerade. Und bei den blauen dann, was ist blau? Wasser oder Erde? Wasser wahrscheinlich. Wasserverstärkung. Wobei ich jetzt nicht weiß, welche Monster jetzt gegen was besonders allergisch sind. Außer dass natürlich Feuermonster gegen Wasser und diese Wasserdrops wahrscheinlich gegen Feuer allergisch sind. Leider habe ich jetzt gerade kein Feuer ausgerüstet. Hallo, renn ich rein? Sorry. Wer rechnet denn auch mit diesen Drops hier? Blobs hier, hallo? Ich könnt ihr bitte mal kurz aufhören, nur ein Sekündchen? Nee, machen sie nicht. Bisschen weiter weg. Meine Güte. Ja. Es ist nervig, wenn man genau weiß, dass man Feuer braucht. Man hat es gerade nicht ausgerüstet. Hallo? Ja, und dann holen die einen auch noch aus der Attacke raus. Das macht dann noch mehr Spaß. Oh, Leute. Leute, 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 Leute. Und sie werden auch widerstandsfähiger. Denn allzu viel ziehen wir denn nicht mehr ab. Ah, zum Ende hin doch noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt ist aber wirklich alles hier auf der Brücke. Jede Form von Gesindel, das hat sich hier einen gefunden. Der ist auch neu hier mit seinem grünen Kristall. Mit seiner Karnevalsmaske. Nope. Apropos Karneval, das haben wir ja bald wieder hier im Rheinland. Es ist mal wieder Karneval. Ich bin der Jecken unterwegs. Dann könnte der jetzt mal gut hin. Der wird da gut hinpassen. Nicht, dass du dir noch die Schulter auskugelst. So, Eisenhammer. Was haben wir denn da? Ne, der ist etwas schwächer als die Waffe, die wir haben. Okay. Geht einigermaßen. Wir haben immerhin noch 6 Tränke. Ja, Spezialattacke noch. Ging. Aber man muss sagen, die Brücke ist voll. Ich habe doch wohl nicht gegen einen Banditen gekämpft. Ja. Kann ich dir jetzt leider auch nicht beantworten. Aber, vorsichtshalber,
Schauen wir mal nach, ob wir irgendwas Feuermäßiges haben. Falls diese Blobs nochmal wiederkommen. Können wir auch mal kurz benutzen. Ne, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Den können wir mal nutzen. Vergleich. Glocke haben wir auch nochmal einen. So, haben wir irgendwas Feuermäßiges noch? Feueramulett. Nur eins. Wirklich nur eins. Na gut, eins ist besser als keins. Dann geht's weiter. Schau mal. Oh, gefährlich viele Löcher hier in der Brücke. Jetzt brauchen wir natürlich kein Feuer. Jetzt haben wir Wasser gebraucht. Schön. Kann ich bitte hier weg? Genau in die Richtung. Eieiei. Okay, und da kommt schon der... Oh nein, hallo. Meine Güte, was ist hier los? Der Zungenheini. Kommt angejoggt. Als ob es keinen Morgen geben würde. Halt, Löcher, wo sind die? Der war unnütz. Bisschen hektisch gerade. So, nehmen wir den Effekt mit. Gut, was haben wir denn hier? Hinterhaltsrüstung. Und ein Elixier. Und noch ein Elixier. Ah. Hatte ja doch noch seinen guten Zweck. So, jetzt haben wir die Brücke fast überquert. Hinten stehen dann zwei Truhen als Belohnung. Und dann war es das hier mit der Nebenmission. Oder kommt da noch was? Oh, Verdacht, mal Feuer drauf. Es kommt garantiert ein Feuerrad. Nee. Also der holt einen dann mal eben aus dem Special raus. Nope. Wackab, das ist Wackab. So gerade eben noch weg. Oh, 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 das war noch nicht das Finish. Das Finish kommt jetzt. Auf. Nein. So, der musste weg hier. Mit der Pistole. Ist wohl nicht in so ein Loch reinfallen. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich jetzt nicht.
Ach, nö, bitte. Oh mein Gott, jetzt die ganze Brücke nochmal. Ist nicht euer Ernst, oder? Na, Gott sei Dank, das müssen wir gar nicht. Habt ihr das gesehen gerade? Der letzte Gegner hat dann nochmal so richtig abgezogen mit dem... Also so richtig Energie abgezogen. Ich glaube, das waren zwei Treffer und da war die komplette Leiste weg. Oder ist der auch noch gestorben mit dem letzten Schlag? Kann das sein? Hab ich den noch getötet? Sind wir gleichzeitig gestorben? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Also, jetzt ist aber mal gut hier, oder? Jetzt wird man hier plötzlich komplett aus seinen Attacken rausgeholt. Okay. Ah, meine Güte, was ist denn hier los? Ich wollte doch nur schnell vorbei, um diesen Kollegen mit der Waffe da, mit der Pistole oder Gewehr da zu erwischen. Denn der zieht mächtig, mächtig ab. Okay, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Hatten wir schon ein paar Mal in diesem Spiel. Ja, weich auch noch schön aus jetzt. Aber ich find's cool. Ich muss sagen, ich find's trotzdem cool, auch wenn wir jetzt hier kurz verreckt sind. Ich find's cool, so muss das sein. Das Spiel wird schwieriger, man merkt das. Von daher alles gut. War ja auch langweilig, wenn alles sofort klappen würde. Also, komm her, mein Freund. Komm erstmal hier hin. Ich hätte gerne den Special. Leider habe ich den jetzt nicht. Oder haben wir den jetzt nicht? Liegt da vielleicht noch ein... Mann. Es geht nur die Flucht, die ganz schnelle Flucht. Zwei Schläge und weg. Nein, mein Freund. Nein, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Oh mein Gott. Ich dachte, das wär's. Jetzt kommt da noch so ein riesen Godzilla. Hat der vielleicht noch was fallen lassen? Nein. Was nützt es? Eine Rüstung, ja gut, aber wechseln ist schlecht jetzt.
Aber wir haben den hier. Na also. Geht doch. Und noch ein Elixier. Wow. Ja, Gott sei Dank. Okay. Dann haben wir es doch. Mein Gott, also sie haben da wirklich jetzt hier alles Mögliche auf die Brücke draufgesetzt. Fast alle Gegnerarten, die bis jetzt hier aufgetaucht sind im Spiel. Aber cool, irgendwie cool, finde ich. Auch wenn es natürlich ein bisschen ärgerlich ist, dann ganz am Ende ausgerechnet noch zu sterben mit dem letzten oder vorletzten war es ja eigentlich. Aber gut. Hauptsache, wir sind jetzt hier durch und können dann gleich die nächste Nebenmission angehen. Was wir jetzt auch sofort machen werden. Zack und go. Die Knochenbrücke, ich stehe in deiner Schuld, Sir Anjin. Wie ich hörte, sind Yokai aufgetaucht und haben vielen das Leben genommen. Ein großer Verlust, denn sie alle zählten zu meinen besten Samurai. Doch zumindest war ihr Tod nicht vergeblich. Die Gefahr ist gebannt. Hier ist deine Belohnung. Und da nur noch wenige zum Teilen da sind, ist dein Anteil noch größer. Ja, okay. Dann gib mal her. So, damit hätten wir diese Mission geschafft und jetzt haben wir noch, was haben wir, Missionsstufe 45, Missionsstufe 43. Gut, dann nicht lange fackeln, gehen wir's an, nächste Nebenmission, Erbe der Neo. Danke, dass du gekommen bist, Sir Anjin. Wir haben versucht, die Yokai, die Itsukushima überrannt haben, selbst zu besiegen. Jedoch ohne Erfolg. Sogar mein Schwert wurde gestohlen. Eigentlich müsste ich mir den Bauch aufschneiden und in Schande sterben. Aber die Mori brauchen mich noch, Sir Anjin. Es beschämt mich, darum zu bitten, aber würdest du den Yokai töten und mein Schwert für mich zurückholen? Kikawa Hiroi. Na klar, dann machen wir doch. Erbe der Neo, Missionsstufe 43, Schutzgeist Hinezumi können wir hier finden. Und ein Text, eine Locke. Und Furiwakegami Hiromitsu. Ja. Ja, okay, ich bin gespannt. Der Schrein Itsukushima in der Provinz Aki wurde im 12. Jahrhundert über einem Becken mit heiligem Wasser errichtet. Nun ist er von Yokai-Energie zerstört. Takakage, das vorherige Oberhaupt der Kobayakawa-Familie, nahm große Mühen auf sich, um die Schreine des Westens wieder aufzubauen und zu beschützen. Hideaki war der Aufgabe jedoch nicht gewachsen, sodass die Gegend nun von Yokai und Piraten heimgesucht wird. Von Yokai und Piraten. Als ob Yokai noch nicht genug wären. Es ist hier auch noch Piraten angesammelt. Ach, Momentchen. Wir können doch hier uns einmal aufleveln. Ich habe übrigens einen Wert hier komplett vernachlässigt bisher. Und zwar unten Geist.
Guck mal, Yokai-Schutz von 46 auf 49. Und eben, als ich von 5 auf 6 gegangen bin, hat sich oben bei KI sehr, sehr viel getan. Komischerweise jetzt nicht mehr. So, was gibt der Geist auch noch hier? Schutzbindung, Schutzgeistbindung plus 50. Weiß ich natürlich ehrlich gesagt nicht genau, was das zu bedeuten hat. Ach, hier kann man nachgucken. Guck mal, hier kann man nachgucken. Schutzgeistbindung. Zeigt an, wie stark die Bindung zwischen dir und deinem Schutzgeist ist. Je höher der Wert, desto schneller fühlt sich die Amrita-Anzeige zum Beschwören einer belebten Waffe. Sieh mal einer an. Ja, gut, dann keine Frage. Nehmen wir das jetzt mal hier. Ja, ich glaube, nämlich Körper bzw. Leben haben wir eigentlich schon recht viel und Stärke haben wir auch ausgebaut. Dann nehmen wir das mal. Vielleicht können wir noch was opfern, um einen Trank kriegen. Was haben wir hier gefunden? Doppelschwerter. Hauptmannsspeer. So, da haben wir schon Elixier, mehr brauchen wir erstmal nicht. Und dann nehme ich mal kurz einen Schluck. So, an dieser Stelle war jetzt ein kurzer Cut. Ich habe euch nämlich jetzt erspart, diesen ganzen Bereich nochmal abzuloten, denn ihr kanntet den ja auch schon, ja, von einem der vorherigen Parts. Zwar war es jetzt nicht so schön im Sonnenlicht, aber ansonsten war die Gegend ja hier größtenteils bekannt. Ich kann euch sagen, ich bin hier gerade auch recht häufig gestorben. Das Level-Design hat sich ein bisschen verändert. Es wurden Fallen eingebaut. Die Gegner sind, ja, wie soll man sagen, einfach, es sind einfach mehr Gegner hier in diesem Gebiet als vorher. Und es war bis hierhin ziemlich anstrengend. Aber wir müssen ja in der Hauptaufgabe dieser Nebenmission das Schwert zurückholen. Ja, besiege den Yokai und hole Yoshikawa Hories Schwert zurück. Und hier werden wir jetzt gemeinsam weitermachen. Wir müssen also in diese Boss-Arena und dann dieses ganze Grobzeug da eliminieren. Ich denke, dass der letzte Boss, der mich gerade gekillt hat, dass der auch das Schwert droppen wird. Also, ich gehe mal davon aus. Ja, ich habe gerade nochmal hier ein bisschen Fußvolk gemetzelt, damit wir hier 8 Medipacks am Start haben. Und die Spezialattacke der Waffe ist auch aktiv. Es müsste eigentlich so jetzt funktionieren. Und ich hoffe mal, es klappt, damit wir nämlich danach gleich in einen ganz, ganz neuen Bereich vordringen können. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, wie der neue Bereich aussieht. Aber erstmal hier mit diesem doch sehr aggressiven Endgegner fertig werden. Zumindest dem letzten. Ja, er hat zwischenzeitlich Karate gelernt. Darf ich bitte kurz mal weg? Danke. Komm, Blob, versteck dich nicht dahinter.
Ah, eng, 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 eng. Blob. Was machst du? Pause? Pause gibt's hier nicht. Ist er noch verbrannt zum Schluss? Da ist er gestorben. Da ist er noch gestorben. Oh mein Gott. Bei mir hat sich gerade jeder Muskel zusammengezogen. Ich dachte, der erwischt uns. Oh mein Gott. Oh, der hat so viel abgezogen, wenn der einen getroffen hat. Oh mein Gott, okay. Ja, damit haben wir es doch, oder? Haben wir jetzt das Schwert? Lass uns mal kurz den Sonnenuntergang oder Aufgang genießen. Ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem eisgekühlten Köpi und sage Cheers. So. Ja, am Wochenende musste mal ein Bierchen drin sein. Jetzt gucken wir mal kurz nach, ob wir hier das Schwert denn haben. Na? Oder war das gar kein Schwert? Okay, ist wahrscheinlich nicht in unserem Inventar, weil wir das ja sowieso wieder abgeben müssen. Gut. Gehen wir erstmal zurück. Ryu no Kikkawa Motoharu. Chiraku no Kobayakawa Takakage. Kono Nadakaki ni yō ga tasukeai. Mōri wa Saigoku de mottomo tsuyoku ōgiku natta. 二人亡き今、この力、かつての仁王に及ばぬのは明白。大戦の火の粉の中で、毛利の家を守り通すこの難題、解く手立てなどあるほか、石田と徳川、そしりは免れまいが、勝った方に組みするしかあるまい。 Besessen von Hinezumi durch Geistteilung. Lass mal das einfach mal so stehen. Erbe der Neo, Sir Anjin, ich kann dir nicht genug danken. Eigentlich hätten die Kikawa und Kobayakawa das allein schaffen müssen, aber nein, ich will nicht mehr davon reden. Gestatte mir, dir als Zeichen meiner Dankbarkeit dieses Schwert zu leihen. Eine solche Klinge gehört in der Hand eines Samurai wie dir. Tja, leider falsch geskillt. Trotzdem danke. Wenn ich es eines Tages geschafft habe, meinen Vater zu übertroffen und ein würdiger Krieger gleich den Neo der alten Zeiten zu werden, werde ich es wiederholen kommen. Naja, schauen wir mal. Vielleicht gehen wir das gar nicht mehr wieder. So.
da ist jetzt noch eine Nebenmission, hat sich freigeschaltet. Eigentlich wollten wir ja hier weiter. Nee, ich glaube, dann machen wir hier einen Cut. Machen wir am nächsten Part die Nebenmission und gehen dann in den neuen Bereich, obwohl eigentlich... ich weiß nicht. Nee, gut. Machen wir hier einen Cut jetzt. Ich glaube, das waren jetzt auch 35 Minuten, 40 ungefähr. Dann war es das jetzt mit den beiden Nebenmissionen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und hoffe, dass ihr dran bleibt und wir uns dann beim nächsten Part wiedersehen. Im nächsten Part geht es definitiv weiter in eine neue, ganz neue Region. Ich bin wirklich sehr gespannt, freue mich drauf. Vorher mach mal kurz die Nebenmission oder ich schaue vielleicht mal rein. Wenn es sich lohnt, nehme ich sie auf und wenn nicht, fangen wir direkt im nächsten Part mit der neuen Region an. Gut, bis dahin, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Part und ciao.